tell me I'm awesome, yeah. Act like Byron Khan. If you wanna touch my issues, caution. Hey Leute, was geht? Pronz, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Clan Channel. Heute gibt es wieder ein Top 5 Video. Das heißt, es gibt gleich verschiedene Kategorien. Davon müssen wir die Top 5 aufschreiben. Dann wird geguckt, wer wie viele richtig hat. Man sammelt Punkte. Am Ende gibt es einen Gewinner. Ich hoffe, heute gibt es wieder 50 Euro für den Gewinner. Edi ist nicht dabei, dann nicht. Ja. Was? Der Sponsor vom Video ist nicht da. Was? Kein Geld heute. Egal. Ja, mit dabei sind die anderen Jungs, die Legenden. Moin. Hallo. Moin. Wie Danny schon gesagt habe, ich habe mehrere Kategorien rausgesucht. Wir kennen es. Jetzt haben wir neue FIFA-Karten zur Verfügung. Heißt, die Kategorien wurden auch ein bisschen durchgemischt. Es gibt 4 Kategorien insgesamt. Wenn ich mich nicht irre. Und es sind immer 5 Sachen. Manchmal natürlich doppeln die sich. Wenn irgendwer einen Wert natürlich gleich hat, habe ich den noch mit reingenommen. Auch wenn der irgendwie 6., 7. war. Aber die zählen dann alle als der 5. Platz. Ja, und wir fangen einfach mal mit direkten Kategorie an, mit der ersten. Ihr schreibt eure 5 Vorschläge auf, könnt dann abhaken, wie viele ihr davon habt und das gibt dann Punkte. Nice, okay. Easy. Gut. Kategorie 1. Die schnellsten Gold-Rare-Spieler. Top 5. Ich habe erst 4. Oh, ich habe auch 4. Ich glaube, 4 kommt man, aber der letzte. Auf 4 kommt man easy, sagst du? Ja, nicht easy, aber. Die sind auf jeden Fall schon schnell, die ich hier aufgeschrieben habe. Habt ihr alle 5? Ja. Nee. Ich habe 5 aufgeschrieben, ob das die 5 richtigen sind, weiß ich nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Das ist absolut korrekt. Also bei 3 bin ich mir zu 100% sicher. Ja, ich glaube 3 habe ich auch. Ich glaube, die sind doch alle rare. Ich finde Pavard richtig schnell. Ja, Mann. Eigentlich ziemlich schade, dass der nicht so viel Pace bekommt, wie der es eigentlich verdient. Ich bin gerade am überlegen, ob Bellerin rare oder non-rare ist. Ja. Wie viel hat der dieses FIFA 81 oder so? Oh Mann. Ice in my veins. Ja, reinhalten? Ja, ich hab reingehalten. Bisschen Druck machen mal hier ab und zu. Ja, ist okay. Dann, ich hab auch einen. Könnt ihr mal die sagen, drei sind so klar, habt. Davis, Adama und Mbappé. Ja, das sind die drei, die klar sind. Aber Hakimi müsste auch eigentlich mit 95. Oh. Wen habt ihr? Oh, Hakimi. Na, damals klar. Ich hab noch Hakimi. Ich hab Hakimi voll vergessen. Ja, ich hab Hakimi noch und diesen einen, der von Man U gewechselt ist zu Leeds. Daniel James. Oder so, ja. Not bad. Hast du Reece James aufgeschrieben? Hä? Hast du Reece James aufgeschrieben? Nein. Diesen okay. Mittelfeldspieler da, der gewechselt ist. RM oder so. Platz 1. Kylian Mbappé. 97 Pace. Platz 2, Alphonso Davies, 96 Pace. Platz 3, Adama Traoré, 96 Pace. Platz 4, Vinicius Junior. Oh, den hab ich! Nice. 95 Pace. Platz 5, Ashraf Hakimi, 95 Pace. Und, weil er denselben Pace-Wert hat, Daniel James, 95 Pace. Okay, 5 Punkte. Okay, richtig. Ich hab 4 Punkte. Vinicius hab ich nicht gedacht. Zweite Kategorie. Danny hat es schon angesprochen. Och, höchster Death-Wert bei was? Gold Death Rare. Wert? Ja. Death-Wert? Death-Wert bei Gold Rare. Oh, nee. Also ich noch nie auf diesen Stat geachtet. Wow. Ehrlich, wenn ich mir Verteidiger angucke, gucke ich auf Tempo. Höchster Death-Wert. Jetzt habe ich nicht mal einen, glaube ich, der sich. Ey, korrekt. Ja, okay. Ich habe mir dieses Jahr noch nicht mal die Ratings angeschaut. Ja. An alle Kids da draußen, ihr wollt E-Sportler werden, ihr seht, man muss ja nicht so viel für können. Spielen muss man können, nicht die Karten kennen. Dann Just vielleicht? Und Lacroix auch, oder? Ja. Ich habe jetzt einfach 5 aufgeschrieben, ist mir egal. Gut. Ich überlege gerade einfach, welche Verteidiger Walkouts sind und schreibe die auf. Gar keine Idee sonst. Gut. Ich mache genau das gleiche. Strategie. Mir fällt aber nicht mal ein 5. ein, warte kurz. Ich hab. Also ja, ich hab 5 aufgeschrieben. Ja, gut, dann mach mal Danny. Okay, warte, dann schreibe ich jetzt den letzten Freestyle auf. Das Ding. Soll ich oder das ist teilmäßig? Ne, mach du.
Okay, also Van Dijk hoffe ich einfach mal, weil wie Style vorhin schon gesagt hat, irgendwas muss er ja können. Vielleicht ging es ja um Van Dijk, aber Tempo hat er nicht, also vielleicht kein Verteidigung. Koulibaly müsste das eigentlich können. Marquinhos hoffe ich, ist halt ein Walkout. Weil Hummels weiß nicht mal, was er für ein Rating hat, Mann. Ich habe den noch nicht gesehen bisher, der kann theoretisch 81 haben, ich habe es nicht mitbekommen. Und Hummels ist Walkout. Jetzt einfach, ja, ich screen ja hier einfach aufgeschrieben. Ich glaub, ja, wir haben vier gleich. Echt? Weil wahrscheinlich screen ja nicht, oder was? Ja, screen ja habe ich nicht. Ja. Weil beim letzten war ich auch unter Druck gerade, ne? Ich hatte noch vier und dann soll ich schon vorlesen. Was ist das denn? Ich habe auch viel gleich und noch Rumdiak. Ja, Rumdiak haben wir auch. Oh, scheiße, den habe ich vergessen. Guter Call, Digga, guter Call. An den habe ich auch gar nicht gedacht. Der hat auch nur 64 Tempo, irgendwas muss er ja können. Ja, der muss ja auskennen. 61 Tempo hat der. Dann ist er da. Die haben den so hops genommen, die geben einem 40-jährigen Piss plus Pace dazu und dem besten Spieler der Saison in der Premier League, nehmen die einfach Pace weg. Naja, gut. Platz 1, Virgil van Dijk, 91 Def. Platz 2, 86er, Mats Hummels, ist noch ein Walkout, 89 Def. Marquinhos, 89 Def. Giorgio Chiellini, 89 Def. Dann Ruben Santos Gato Alves Diaz, 88 Def. Und dann geteilter letzter Platz, aber den hat eh keiner wahrscheinlich auch geschrieben, Sergio Ramos. Doch, habe ich. Hab ich genau. Ich habe alle fünf. Mal. Ich habe vier Punkte. Ja, ich muss gegen Ramos aufhören. Alle fünf. Ah, ich habe drei diesmal nur. Das ist warte, wenn ich jetzt Ramos nicht dabei, und Ja, ich hatte Koulibaly aufgeschrieben, hat der echt nicht geschafft, Mann? Koulibaly hat 87, warte, genau wie Kanté. Ja. Kurz. Welche beiden sind Platz 5? Diaz und Garcia. Die Leute, die Diaz und den aufgeschrieben und die kriegen aber nur einen Punkt. Ne? Ja, ich habe Van Dijk, Hummels, Marquinhos, Ramos. Ja, okay, dann habe ich doch auf 4 Punkte. Ja, okay. Ach, Danny, Junge, warum sagst du das? Ja, also nee, du bist genau. So gut, Mann, du passt einfach auf. Immer wenn geteilte Plätze sind, zählt nur einer von denen. Genau, das hatten wir immer so. Und er sagt, er ist um 12 Uhr noch nicht wach und das ist derjenige, der dann aufpasst. Ja, das ist ein Fuchs. Wenn es hier um Punkte geht, ist Danny ganz weit vorne im Boot. Da wird gegoogelt, analysiert. Aber heute geht's nicht um die 50 Euro, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Ansonsten hätte ich hier vorher schon Beef gemacht. Alles klar. Nee. Wobei man sagen muss, bei den anderen, bei Tempo, waren ja vorhin drei Leute auf Platz 5. Da ist es ja wieder so, dass ein Doppelter zählen wird, weil es ja drei waren, so mäßig. Jetzt geht's mal ein bisschen um High-Rating, Danny. Da bist du zu Hause. Die Top 5 höchstbewertesten Brasilianer. Alter. Bruder, das ist Power. Wobei, das ist eine geile Kategorie. Oh, wobei, ab wann zählt man zu den höchstbewertetsten? Einen letzten Morgen. Ja, geht nur so. Ich habe auch vier Stück, ja. Scheiß drauf. Brauchst du bitte, weil es wahrscheinlich wieder einer, der so obvious ist, oder nicht? Ah, tatsächlich! Ich habe alle fünf. Ich glaube, die sind auch richtig. Also, ich habe auch fünf auf, jetzt schon. Habe ich einen vergessen? Sehr cool. Ich weiß es nicht. Ich denke auch gerade nach, aber ich glaube, es ist wirklich einfach, oder? Ja, das kommt so einfach vor, weißt du, deswegen. Ich glaube, die fünf haben schon Abstand zu den sechsten. Echt? Dann habe ich den einen vielleicht doch falsch. Warte mal. Ich sag dazu nichts. Scheiße. Ich kann mich ehrlich an keinen so 84er erinnern oder so. 85. Das ist 84. Alter, wo du laberst so viel Scheiße. Ja, okay, von mir aus können wir reinhalten. Okay, also, dann haut raus. Die haben ja sogar alle über 86, ne? Aber ey, Mo, dann lest mal auch direkt vor, du warst so siegessicher. Ich hab Neymar, Casemiro, Marquinhos, Ederson, Firmino. Nein. Oh, du hast so verschissen. Du hast verschissen, Mo. Warum? Firmino hat 85, Bruder. Ja, hat der Firmino aufgeschrieben? Ja. Ich hab den 85. Er schreibt eh das auf, aber nicht den anderen brasilianischen Keeper. Also statt Firmino, da gibt's noch 20, die besser sind. Fabinho, keine Ahnung wer. Nein. Also, Firmino ist ganz komischer Call. Firmino war selbst 6. 7. Ja. Aber. Ist er. Aber also Neymar, Alisson, Ederson, Marquinhos, Casemiro, oder? Bei Marquinhos. Ja, außer Firmino. Ja, das sind alle 5, genau. Ja, okay, perfekt. Dann nehmen wir die 5 Punkte mit. Boah, Casemiro lange überlegt, auf einmal fällt mir der 89er noch ein. Wichtig.
Aber wer ist denn 84? Ich kann mir an keinen 84er oder 85er erinnern. Thiago Silva 85, Roberto Firmino 85, Felipe 84, Fernando 84, Fernandinho 83. Von Atletico? Ja. Letzte Kategorie. Oh, letzte schon, scheiße. Die Top 5 Transferablöse dieses Fenster. Wow. Jetzt, wo das Fenster zu ist, wir hatten das ja irgendwann mal mitten im Fenster, haben wir ein Video gemacht, wo es um so Transfers ging. Aber jetzt ist ja alles durch, Saisons haben begonnen, deshalb haut raus. Mann, die sind doch alle ablösefrei gewechselt. Oh, ja, die zu Paris, ja, aber gefühlt, jetzt kommt ja. Hier, tja. Arsenal hat 300 Millionen für Karl-Heinz bezahlt, wie die Randoms, die da gekauft haben, heißen. Digga, kann ich einfach schreiben, Arsenal Random? Nee. Was weiß ich, wie die heißen, Mann. Arsenal Random, Digga. Das ist auch geil. Der da rumklickt, das bist du, Victor, ne? Achso, hört ihr das? Ja, ne, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Er dachte, Transfermarkt.de wird geöffnet. Mo ist einfach auf Transfermarkt.de, guck grad nach. Ja, ich. Digga, ich bin einfach nur bei der Premier League, ne? Der Rest ist eh Quatsch. Ah, ich hab glaube ich alle. Ah, ich weiß. Damit hast du mir einen gerade geholt, an den ich gar nicht mehr gedacht habe, was richtig los war von mir. Ey, Mo, kannst du nicht einfach mal die. Ich weiß auch, wer das ist. Ich glaube, das ist der, den ich als letztes aufgeschrieben habe. Na, kann sein. Ja, sogar mit der teuerste so von allen, glaube ich. Ja, noch mehr Tipps für die anderen. Bro, Stylo, hilf mal. Was ist das? Ich weiß ja nicht, an wen du denkst. Wer sagt, dass ich? Ich weiß, dass ich 300% richtig habe, aber die anderen beiden. Ja, 3000% und die anderen beiden sind. Weiß ich nicht. Ey, Victor, es wird jetzt mal langsam Zeit, ich bin Countdown. Ja, ja. Ja, okay, Mann. 4, 3, 2, 1. So. Sagen. Hau raus. Ja, okay. Ich hab Sancho. Ja. Hakimi. Ja. Den großen vergessen. Grealish. Ja. Lukaku. Ja. Und Arsenal Random. Arsenal Random. Okay, wir haben. Ich weiß, du meinst diesen Ben White, ne? Ja. Ja, dann haben wir genau dieselben. Jawohl. Nein! Aber wenn alle richtig sind, sag ich dir ehrlich, hast du den Sieg auf jeden Fall verdient. Dann hast du von 20 Punkte 19 geholt. Das wäre geisteskrank. Aber Arsenal Random, gar keine Ahnung, wie er heißt. Ey, dann stimmen die 5 ja. Ja, genau. Grealish, Lukaku, oh. Sancho, Hakimi, Ben White. Nice. GG. Junge, ich hab 17 von 20 Punkten, bin Dritter, Mann. Was ist das? Ja, so ist ja, das heute, halt. Heute waren wir ehrlich gut alle. Wäre ich noch ein bisschen ja. mehr. Ja, waren alle gut heute. Defensiv. Okay, nee, fast alle. Die meisten waren gut. Ja, alles dann war schon. Manche kriegen auch nur eine Teilnehmerurkunde hier leider. Ja. Ich will aber kurz festhalten, ist doch nicht so schlimm, dass wir nicht um 50 Euro gespielt haben. Hey, immer wenn ich dabei bin, spielen wir nie um Geld, Mann. Das ist so unfair. Auf jeden Fall war mir eine Ehre, wieder am Start gewesen zu sein. Lasst ein Video gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Channel. Und an der Stelle, ich glaube, das ist das erste Video, seitdem wir die 100k aufgeknackt haben. Ne? Danke nochmal für die 100k hier auf YouTube, Freunde. Schön. Bis zum nächsten Mal. Und auf Insta auch. Und überall. Haut rein, ciao. Haut rein, ciao.